Ach gut, es wird sowieso Zeit für eine Besprechung. Nach Ich irgendwas suche kann, ihn. brauchen wir auf alle Fälle noch. Sicherlich einen halben Tag, irgendwann morgen sind wir da. Konnte sie Wie zumindest eben viel? nicht finden und naja, du standst halt im Weg. Abenteuer. Such sie. Wie viel Knoten macht die Potte? Oder ist es überhaupt eine Potte? Es ist keine Potte. Jetzt beweg dich, Junge. Ich will wissen, ob die aufholen. Sie holen auf, sonst würde ich dich nicht holen. Gut. Und sprichst du nicht so mit mir, ja? Du sprichst so nicht mit mir. Dann mache ich mir Platz, so dass ich an ihm vorbeitreten kann durch die Tür. Und ja, gehe erstmal an den Dukatengardisten vorbei, weil ich weiß, dass mindestens der Kapitän im Alchemielabor ist. Ja, Ja, da dann triffst triffst du du auch die dort fröhliche Versammlung. auf die anderen treffen. Rafim steht immer noch daneben und wollte vielleicht sich dazustellen, wurde aber eben gebremst von Yala. Ja, hier seid ihr alle. Habe ich irgendwas Ja. verpasst? Warten wir es noch ab. Ja, dann legt schon mal Nun. die Hand wieder an den Türgriff, um zur Alchemiestube die Tür aufzumachen. Ich hoffe, es ist nichts Wichtiges, denn wir sollten eine Offiziersmesse ansetzen. Was Wir haben los? Verfolger. Da sagt ihm, ihr sollt einen Kurs setzen, der uns von diesem Schiff absetzt. Ich werde mich drum kümmern, Abelmir. Ja, dann stößt die Tür zu euch im Sturm auf. Kanacetiana. Ja, was denn jetzt? Gegen eure Person wurden schwere Anschuldigungen von vertrauenswürdiger Seite ausgesprochen. Der Captain erachtete es für angemessen, euch mit eurer Einwilligung der Visitation nach einem Paktmahl zu unterziehen. Ja, wenn der Kapitän das wünscht und wenn so mit mir gesprochen wird, dann ja. Hervorragend. Wärt ihr so frei, euch in Netias Behandlungszimmer einzufinden? Sie wird Ja, das als kann ich Kundige machen. die Untersuchung durchführen. Ist sie denn neutral? So neutral, wie ihr es auf diesem Schiff bekommen werdet. Na gut, dann mache ich das. Sonst zur Not helfe ich selbst bei der Suche. Ordnung muss sein. Diamantis, kümmern wir uns darum, ja? Ich weiß nicht, ob wir den einfach davon segeln können. Das Schiff ist seit den Ereignissen der letzten Tage nicht mehr im optimalen Zustand. Der Bug und was auch immer da passiert ist, wovon Voltax geredet hat, das hat wohl immer noch Einfluss auf unsere Geschwindigkeit. Es wird bald finster, vielleicht können wir ihnen ein Schnippchen schlagen. Schauen wir uns das erst einmal an. Ja, und damit geht Jala in Richtung Oberdeck von dannen. Diamantis tritt ihm hinterher aufs Achterkastell. Ja, Zulamin kommt auch mit und bringt das Buch von Kanizitiana mit. Habt ihr euer Tagebuch gefunden? Nein. Spricht für ihn, wisst ihr? Nun. Andererseits hatte er das gerade gesagt, natürlich recht. Ich weiß, es spricht für ihn und es schien keine Lüge in seinen Worten zu sein, aber irgendetwas ist seltsam. Ich frage mich, wenn er tatsächlich ein Diener des Spiegelmachers wäre, könnte er die Schriftstücke seinem Herrn anvertraut haben und tatsächlich in diesem Moment nicht wissen, wo sie sich befinden? Wer weiß das schon? Vielleicht tue ich ihm auch Als hätte Unrecht. ich Zeit für so etwas. Wir haben Wichtigeres zu tun. Wir haben dieses Buch hier von ihm bekommen. Steht denn etwas Ketzerisches drin? Es ist Zulamin aufgefallen und auch mir, dass es sich wie, naja, ein bisschen wie das Gemälde verhält. Das Gemälde in Janka. Das ist Magier geworfen. Ja. Es ist offensichtlich magisch, ob es dämonisch ist, wohl Ist dies nicht nicht. dieses Buch, Voltax, von dem du sagtest, wir hätten es aus Neobaras Turm? Ja, aber das hier scheint das Original zu sein. Und Neobaras Turm, der in Edas war? Ja. Wir sollten die beiden Exemplare vergleichen und auch Abelmir hinzuziehen, aber was ist jetzt mit diesen Verfolgern? Ich sehe sie. Es ist eine Taluke. Die aus Beilung vom Sonnenmarschall. Sie kommunizieren uns, dass sie Kontakt aufnehmen wollen. Hasswolf, setz auf Viertelsegel! Schrei mich nicht so an. Abenteuer. Auch da bist du. Verzeihung, ich dachte, du wärst unten. Halbsegel setzen.
Das Wolf, es ist das Schiff des Sonnenmarschalls, das hättest du doch erkennen können. Irgendwelche verdammten Preiausgeweihten, was weiß ich, mit wem ihr euch angelegt habt. Also, hauptsächlich mit dem Wahrer der Ordnung. Die schießen alle auf uns, verdammt. In dieser Tage sind die rechten Preiausgeweihten von den unrechten wahrhaftig schwer zu unterscheiden. Ich habe Meldung gemacht, mehr habe ich nicht getan. Ist eure Entscheidung. Sehr gut gemacht, Haswolf, sehr gut gemacht. Ich kann die auch alle zum Himmel bomben, wenn ihr wollt. Wir sind auf deine Hilfe wie immer angewiesen und freuen uns, dich an Bord zu haben. Abenteuer, er grinst das erste Mal richtig zu. Wir wissen tatsächlich nicht, was wir ohne dich tun sollten, sagen die anderen, als er sich auf die Hecke Reling stützt. Aber jetzt heißt es fürs erste Warten. Ja, und dann, wir halten glaube ich nicht an, sonst treiben wir wieder irgendwo links oder rechts, sondern gehen halt auf wenig Fahrt. Mit einem Viertel der Segel und lassen uns von denen einholen. Ja, also die kommunizieren vermutlich. Die kommunizieren auch, dass ihr Vollstopp machen sollt. Vollstopp? Ja, also die wollen auf alle Fälle mit euch reden, sehr energisch, Vollstopp. Und ja, wir haben jetzt die 21. Stunde oder so, es ist schon gut dunkel, ihr könnt die jetzt aber noch erkennen, die sind eben auch nicht unsichtbar, sondern mit ihnen fährt da eben das heilige Licht. Und dementsprechend, die sind da genauso energisch wie du, wenn du auf, ja, weiß ich nicht, auf deiner heiligen Mission bist. Mhm. Lass Vollstopp machen. Stunden, genau, würde noch in 2 Stunden erreichen. Lass Vollstopp machen und den Kurs von Kapok mal berechnen. Kurs brauchen wir ja nicht neu machen. Einfach nur Segel aus dem Wind, fertig. Und er soll jedenfalls ein Auge darauf haben, ob wir abtreiben. So, und was ist mit dem Kapitän? Kapitän ist gerade anderweitig beschäftigt. Alles klar. Segel aus dem Wind, Männer! Aber kein Anker! Ich schicke dann tatsächlich einen Schiffsjungen einfach runter, der bei mir auf dem Laufenden hält. Also warum wir jetzt stoppen. Gefechtsbereit machen! Besser ist es. Und dann warten wir. Du schickst einen Jungen zu Abelmir? Ja, einfach der Kopf reinschreckt, sagt, wir machen jetzt Vollstopp, weil die Talucke vom Sonnenmarsch uns sagt, dass sie irgendwann kommen und kanalisieren wollen, ja? Was? Und wird Abelmir, ja, hat ja dann gesagt. Nun, der wird schon wissen, was er tut. Kann ich gehen? Natürlich, verschwinde. Gut. Ja, und dann verschwindet er auch wieder aus dem Alchemielabor. Das bitte nicht umbringen, fehlt noch. Das war ein anderer. Ja, was tut Rafim derweil? Ja, ich schaue mir mal an, was Abel mir da eigentlich so macht, überlege dann kurz, ihm zu helfen und entscheide mich da doch dagegen. Ja, du stierst so ein bisschen rum, nach links guckst du zu Abel mir, nach rechts kannst du sehen, wie die Dukatengardisten gerade dabei stehen. Nathia von Perikum untersucht keine Setianer und dann kannst du sehen, wie von hinten ein weiterer Dukatengardist an dich herantritt. Verzerrt. Ja. Du kannst sehen, das ist der abgebissene Dragan, der Anführer, wenn man so möchte, von den Gutgardisten und er hält hier ein paar Papiere hin. Das habe ich gerade gefunden. Wird euch nicht gefallen. Ja, was steht denn? Ach, ich lese es selber. Ja, ich würde das mal aufschlagen. Ja, du guckst kurz rein. Und die Schrift ist dir bekannt. Du überlegst ganz kurz, wann hast du die das letzte Mal Seid gegrüßt, mein Freund. Wir haben uns nie persönlich vorgestellt, doch wir können euch versichern, wir sind es. Du überliest ihn kurz. Satrapa Marisa eilt euch, DVZ-wahre Herrscherin des Morulats. Das sind die Briefe von dem Jona. Oh. In der Kajüte unter dem Bett von Manchester Paligan. Verstanden. Er hält dir hin und. Schmeiß ich meinen eisernen Willen 2 an. Und such die Frau. Ja, die hat sich zu der Durchsuchung einfach auf der Gegenüberseite des Flures gestellt. Und lehnt sich dort lässig mit einem Bein an der Wand, die Arme verschränkt an, ja, an die Hölzer. Ja, möchtet ihr was sagen? Ich würde ganz gerne wissen, was das soll. Naja, wir suchen nach Papieren. Dann sagt mir, welche Papiere, und sollte ich sie haben, werde ich sie euch ausgeben. Zeige auf die Papiere in meiner Hand. Diese hier suchen wir. Die
ihr in eurer Kabine waren. Ich weiß nicht, was... Lass mich einmal sehen. Ja, sie kann die ruhig sehen. Ja, sie guckt sie sich an, liest sie einmal durch, schüttelt dann mit dem Kopf und gibt sie dir wieder zurück. Das ist ja nicht meine. Ja, das ist richtig. Dann möchte ich wissen, was diese Farce von mir soll. Gute Frau, wie kommt ihr zu diesen Papieren? Ich hatte sie nie. Naja, sie waren aber in eurer Kabine. Dann ist das wohl irgendein Trick. Nichts, was ihr außer Landfahrt nicht kennen solltet. Lasst euch nicht zum Narren halten. Ich weiß nicht, was das für Papiere sind. Das ist richtig. Allerdings muss ich doch fragen, wie man so jemandem wie euch so etwas unterjubeln könnte. Nun, das müsstet ihr doch gewöhnt sein. Das Schloss ist nicht der Standard, den ich aus aller Anfang gewöhnt bin. Jeder kann hier mit einer einfachen Nadel einbrechen. Ich weiß nicht, was oder wie jemand hier reingekommen ist, aber einfach schwer wäre es nicht gewesen. Dafür muss man hier mal ein Magier sein oder ein Wandler. Und wo habt ihr sie gefunden? Naja, unter eurem Bett. Deswegen auch die freundliche Befragung. Als ob ich Papiere unter meinem Bett verstecken würde. Ja, ich weiß. Ja, ich möchte gerne meine Menschenkenntnisprobe gegen die Frau würfeln. In die Box. Ich habe keine Schnitt. Ja, war eine ganz gute Probe. Du hast noch nicht so gute Werte. Ja, das ist richtig. Und was ist mein Eindruck? Du kannst sie nicht einschätzen, aber du glaubst, dass sie... Also sie ist halt schon herrisch, aber sie ist halt wirklich aufgebracht jetzt gerade. Also das... So ein Affront, wie du jetzt hier vor sie trittst. Na klar, sie kann es verstehen, aber... du musst eben auch verstehen, dass... Dass sie es nicht so dumm ist. Dass es auch nicht so... Ja, sie ist nicht so dumm. Es kann auch nicht so einfach sein. Ja. Wir werden jetzt den Rest eurer Gemächer untersuchen. Tut, was ihr nicht lassen könnt, aber lasst die Finger von meinen Kleidungsstücken. Ja, was soll ich auch damit? Was sollen eure Männer damit? Ich kenne genug, die ein Stück Alanfanscher Seide wollen. Das sind zum Glück Dukatengardisten. Die wissen, wie man sich in den Gemächern einer Grandessa zu verhalten hat. Ja, richtig. Dann tut euren Job, Basaltfaust. Ja, das werde ich. Ich freue mich schon darauf, wenn man euch entlastet. Ja, wenn du dich umdrehst, kannst du sehen, wie wohl auf Magister Kohlraabs Gesicht ein fieses Lächeln ist. Ja, Magister. Kein Kommentar. Naja, eure Gemächer wurden noch nicht durchsucht. Ich würde noch nicht so breit lächeln. Nein, wahrlich nicht. Aber wenn ihr etwas unter meinem Bett findet, dann lasst es mich wissen. Natürlich. Ich gehe derweil an Deck und schnappe etwas frische Luft, wenn ihr mich sucht. Ich würde mich mal an sie heranbeugen, an ihr Ohr. Haltet sie im Auge. Du hast dich an Macheska rangebeugt, oder? Nee, an die Kohlraab. An Kohlraab, okay. Gut. Dann geht sie an Deck. Ja, ich würde mal Meldung machen gehen. Und die Briefe natürlich mitnehmen. Ja, waren nur die Briefe von Demiona. Keine Tagebücher. Ja, wir suchen die auch noch. Wo seid ihr denn, Rasselbande? Hallo, Kapitän. Ach, der Kapitän ist da unten. Jalan, bewegt deinen Arsch hierher. Afim, Jalan hat sich mittlerweile irgendwie auf der Heckreding abgelehnt, war da halb am Mindpennen, ruckt jetzt auf, kommt dann zu dir rübergeschritten. Was gibt es denn? Ja, ich habe einen Teil von Zulamins Papieren gefunden. Einen Teil? Ja, ein Teil. Zulamin! Zulamin hatte ich auch gehört, die war in ihrer Kabine und hat sich angezogen, weil schlafen ist heute anscheinend nicht. Ja, Bultax ist am Deck. Ja, was Bultax, gibt's? Komm jetzt auch her, jetzt steht doch nicht so. Auch wenn die Beine kurz sind, manchmal muss man laufen.
Jetzt, ja, was ist denn los? Ja, Mantis, du täuschst jetzt auch keine Müdigkeit vor. Beweg deinen Arsch hier hin. So. Was heißt hier Müdigkeit? Wir sind eine Gefechtsbereitschaft. Ja, Schnauze halten, herkommen. Hier, Zulamin, das sind schon mal deine Briefe. Den Rest suchen wir gerade. Ah, das sind die Briefe des Magiergrafen. Danke. Ja. Wo habt ihr sie her? Also, ich weiß nicht, kennt ihr Dragan? Der gebissen wurde, der jetzt die Wunde an der Brust hat, die so interessant aussieht. Er ist der Hauptmann oder sowas? Ja, der Erste untergleichen, wie auch immer. Er hat sie gefunden in der Kabine von der guten Dame Palligan. Palligan. Und hier eine Augenbraue. Ja, sie waren unter ihrem Bett versteckt. Kein gutes Versteck. Ja, und auch keins, das sie wählen würde. Was hat sie dazu zu sagen? Naja, sie hat dazu zu sagen, dass ich ziemlich unhöflich bin, um ihr sowas zu unterstellen. Ich hätte eine Idee, wie wir es klarstellen können, ob sie die Briefe genommen hat oder nicht. Naja, ich persönlich würde zwar nicht bezweifeln, dass sie euch bestiehlt, aber sie würde sich nicht so einfach erwischen lassen. Vor allem, ihr habt nur diese Papiere, nur die Briefe gefunden, nicht wahr? Ja, den Rest suchen die Männer noch. Also, entweder hätte sie dann nur die Briefe unter ihrem Bett verstaut und alles andere an einem sichereren Ort, was wohl selten dämlich wäre, oder sie hätte nur die Briefe an sich genommen und alles andere entsorgt, wofür es keinen Grund gäbe. Ah. Solange Marcheska Palligan nicht also noch irgendwelche niederen Beweggründe hat, was eure persönlichen Korrespondenzen angeht zu der Minen, erscheint mir dies tatsächlich reichlich weit hergeholt. Nun, ich habe, wie gesagt, eine Idee, wie wir das zweifelsfrei klären können. Hat es damit zu tun, die Gedanken von unwilligen Leuten zu lesen? Nein. Dann lass hören. Also, wir können diesen Brief verzaubern, sodass er mit uns spricht. Was hast du wirklich vor? Nein, wirklich. Ich denke, nun, Abelmi hat mir einmal von diesem Kantus erzählt. Ich beherrsche ihn selbst nicht, aber es gibt ein Objecto Voco. Wenn dieser Brief spricht, Boltax, wird er dann mit der Stimme von dem Iona sprechen? Oh, das weiß ich nicht. Es wäre möglich. Das wäre beunruhigend, aber sprecht weiter. Nun, auf jeden Fall kann man mit diesem Objecto Voco wohl mit Objekten sprechen. Man verzaubert das Objekt und stellt ihm eine Frage, dass es mit Ja oder Nein beantwortet. Wie gesagt, ich beherrsche den Zauber nicht, aber ich könnte mir gut vorstellen, dass unsere Magistra Kohlrab diesen Zauber beherrscht. Sie ist sehr gebildet und kennt eine Menge Kantinen. Ja, ihre Freude über den Fund macht sie allerdings alles andere als unparteiisch. Nun, auch sie muss ja nicht antworten, sondern der Brief tut es. Sie muss uns nur den Zauber sprechen. Ich weise darauf hin, dass vor keiner Autorität auf Praios grüner Weltenscheibe etwas solches als Beweis durchgeht. Ja, vor der Autorität hier an Bord, nämlich Abelmir, möglicherweise schon. Unter Protest. Nichtsdestotrotz könnte es uns natürlich einen wichtigen Hinweis auf den tatsächlichen Hergang der Tatsachen geben. Es würde uns auf jeden Fall etwas mehr Gewissheit geben. Nun gut, tut es, wenn ihr unbedingt müsst. Ja, könnt ihr wenigstens abwarten, bis die Männer fertig sind mit Durchsuchen? Natürlich. Solange es uns nicht davon abhält, pünktlich in Yandras Khan anzukommen. Hört sich alles so an, als hättet ihr das hier im Griff. Dann bin ich wohl überflüssig. Ich sorge dafür, dass die Waffen geladen sind. Nur für den Fall der Fälle. Und nur für den Fall der Fälle können wir ja immer noch die Idee von Yalan durchziehen und unwissende Leute in ihre Gedanken schauen. Das ist auch Erlan eine Möglichkeit. Yalan nimmt dies schmallippig, aber ohne Kommentar zur Kenntnis. Ich würde übrigens dann jetzt gleich eure Quartiere durchsuchen. Ja. Und irgendwer müsste meins durchsuchen. Ich weiß nicht, wer es machen möchte. Dann, Erlan blickt noch einmal nach hinten raus. Und wir haben noch eine Stunde, denke ich. Ich werde mich daran machen, ja? Und ja, natürlich. Sortiere Abelmirs Tintenfässer wieder in der richtigen Reihenfolge ein. Er ist empfindlich. Ja, bestimmt. Du hättest ihn sehen sollen, als er den Gehaltsbericht letzten Monat versehentlich grün unterschrieben hat.
Ja, das wäre bestimmt witzig gewesen. Gott, dann auf die Beine. Derweil bei Abelmir. Was tust du? Ich stelle dieses Alchemielabor wirklich buchstäblich auf den Kopf, so wie wenn man eine Razzia durchführt in einem Drogenlabor. Ja, verfüllt man eine Alchemieprobe. Okay. Du suchst und suchst ein wirkliches Durcheinander. So würdest du nie arbeiten. Der Mann mag genial sein, aber vielleicht kommt mit der Genialität eben auch das Chaos einher. Vielleicht könnte ich euch, ich beschreibe mal, was ich suche. Ich suche A nach Beweisen, dass er A entweder ein Paktierer ist oder auf dem Weg dorthin, also als Vorbereitung. Und B suche ich dann explizit nach diesen Tagebüchern, die Sulamin gestohlen wurden, natürlich. Ja, du öffnest Ton, kannst Bücher um Bücher finden, viele Tagebücher, teilweise von der Mannschaft, teilweise irgendwelche sehr alten Dinge aus Bibliotheken, irgendwelche Wirtschaftsdokumente, Finanzberichte. Wo kommt das Ding aus? Janka her? Weiß nicht genau, aber irgendein Geldbetrag aus Janka, irgendwas mit Jahr 730, wo auch immer der herkommt. Leg sie das mal beiseite. Und ja, zahlreiche Pflanzen, die dir daneben hier auch entgegensprießen. Du weißt, dass er kleine Beete angelegt hat, die er immer und überall nachzüchten kann. Ja, tiegelweise irgendwelche Würselkrauttränke, irgendwelche Pasten, Salben, alles, was man irgendwie braucht, um schnell Menschen wieder nach oben zu päppeln. Alles irgendwelche Sonderaufträge, die er dann sorgsam beschriftet hat. Aber umso schludriger hat er dann eben seine eigenen Korrespondenzen geführt. Finde ich seine Tasche? Er hat da mal so eine Tasche bei gehabt. Exakt, die Tasche, von der er sich nie trennt. Du kannst sie aufschlagen und siehst dort die Samenkörner. Gut. Wie ist das sortiert? Also ist es, sind die eingepackt in kleine Fläschchen? Oder? Ja, in kleine Reagenzstopfen mit einem Propfen obendrauf und dann eben Beschriftung. Ja, ich würde alle einmal auspacken und mir die Tasche mal genau angucken, ob ich irgendwelche Fächer finde oder versteckte Taschen oder eingenähte Sachen. Würfel mal eine Pflanzenkundeprobe. Oh Gott. Sehr gut. Du hast es echt nicht gut, ne? Ja, du guckst kurz drauf, gut, Würseltrank oder Würselkraut und irgendwie so ein kleines irdenes Männchen. Vielleicht ist das für Boltax relevant, aber für dich eben nicht. Du steckst es eben erstmal beiseite. Hast kurz das Gefühl, als würde es dich anschreien, aber wenn du mal hinguckst, dann tut es das eben auch nicht. Die sollte man vielleicht nochmal vorsichtshalber beiseite legen, nochmal Boltax zeigen. Vielleicht ist das ja wieder so ein Paktierer-Ding, aber dir sagt diese Pflanze erstmal nichts. Kurz weiter räumst dann eben nach und nach aus und die Tasche verfügt über keinen doppelten Boden. Nur zahlreiche von diesen Pflanzen. Auch keine Schriftstücke mehr. Ich greife mal in die Tasche ganz tief rein, ob es da... ob du tiefer greifst, als sie eigentlich tief ist? Genau. Nein. Ist sie nicht. Gut, dann würde ich die Tasche so wie einräumen, wie ich sie ausgepackt habe und sie beiseite stellen. Nimmst du dieses kleine schreiende Männchen oder nicht schreiende Männchen noch mit? Ich pack das alles wieder zurück, so wie es war. Gut. Ich habe keine Ahnung, was es ist insofern. Ja, gut. Es ist auch einfach viel zu viel. Es ist eine Wurzel für mich, die komisch aussieht. Ja. Gut, dann würde ich weitersuchen, wirklich die gesamte Kabine auf den Kopf stellen, auch die Bohlen mal angucken, ob da irgendwelche Bohlenlose sind. Ja, ich würfel mal gerne eine Holzbearbeitungsprobe oder irgendwas anderes, was du mir geben möchtest. Sich verstecken? Nee. Gut, Hauswirtschaft würde ich sonst auch noch zählen. Okay, lassen. Die nehme ich. die nehme ich. Gut. Lass mich kurz gucken, Haus. Also auf fachlicher Ebene ist er ein absoluter Schludel, aber ein genialer Kopf. Auf pflanzenkundlicher Ebene ist er dir Haus auch überlegen. Und dir fällt eben auf, dass viele von den Büchern ja angefressen sind, also irgendwie Ratten befraß oder so etwas. Da müsste man tatsächlich wieder mal die Katzen drauf ansetzen, aber das wurde ja schon von Kanesetianer verneint, dass es hier keine Ratten gibt. Gut, man kann ja unterscheiden von der Größe der Bisse auf die Größe der Tiere, die es angefressen haben. Also wenn es Rattenbisse sind, sind das so kleine Nagezähnchen, sag ich mal. Ja, gib mal eine Tierkundeprobe.
Okay. Anatomie, okay. Nö, Tierkunde.